Moin Moin, ich bin Thorsten Schott vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Ich bin der Techniker, der hier viele Unterwassergeräte einsetzt. Und da ging es um die Frage, ob wir einen Druckausgleich mit diesen Gehäusen hätten oder ob wir mit normalem atmosphärischen Druck arbeiten. Und da kann ich sagen, bei allen Geräten, die wir jetzt auf dieser Fahrt hatten, haben wir Druckgehäuse, die nicht mit irgendwelchen Medien, flüssigen Medien befüllt werden, sondern nur mit Luft. Diese Gehäuse sind gut für eine Wassertiefe bis 6000 Meter. Damit decken wir erfahrungsgemäß einen Großteil der ozeanischen Fläche ab. Es gibt einige namhafte Firmen, die auch Gehäuse anbieten, die dann bis 12.000 Meter druckfest sind. Die Elektroniken, die wir hier einsetzen, können leider keine anderen Stoffe ab als unsere Luft. Deswegen verwenden wir diese. Gleichwohl gibt es aber auch Gehäuse mit druckkompensierten Medien. Das sind zum Beispiel Öle, Weißöle, die wir zum Beispiel bei Unterwasserakkus einsetzen. Das kam hier nicht zum Tragen. Also innen drin atmosphärischer Druck, draußen der Umgebungsdruck bis zu 6000 Meter, 600 Bar. So würde unsere Kamera jetzt auch ungefähr einen Blick nach draußen erhaschen. In die graue, aber auch bunte Tiefsee.